Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Ich sitze mal wieder im Auto. Ja, ich werde versuchen, in Zukunft mal mit meinen Jungs vielleicht von der Werkstatt ein paar Bilder zu machen. Es ist ein paar Bilder, ein paar schöne Videos von Umbauten und so. Wir gucken mal. Das Problem ist, dass wir wollen das öfters machen, aber irgendwie, keine Ahnung, kommen wir nicht dazu. Wir sagen immer, ja, morgen machen wir Video und dann machen wir es doch nicht, ne? Weil irgendwie keiner dran denkt oder voll gerade bei der Sache ist und dann, ja, wird es einfach irgendwie liegen lassen. Aber heute habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal einfach wieder ein kleines Fahrvideo. Ist nichts Besonderes, für euch vielleicht ja, für uns nicht. Ich bin übrigens von Urlaub zurück, also wir sind alle von Urlaub zurück. Wir waren jetzt insgesamt eigentlich, ja, mal so abwechselnd. Also die Jungs waren da in Urlaub, ich war da in Urlaub, dann war ich wieder mit meinen Kumpels in Urlaub. Also insgesamt waren wir, sage ich mal, jetzt einen Monat von der Bildfläche verschwunden. Und ich muss sagen, ich habe es gebraucht, Leute, es war so geil. Ich war mit der Familie weg, 2 Wochen in Kroatien. Es war echt so geil. Ja, ab und zu bin ich trotzdem an den Computer, hab da mal kurz die E-Mails gecheckt und ja, so ganz die Firma weglassen geht einfach nicht, ne? Aber ich habe trotzdem das Beste draus gemacht und es war wirklich schön, ich habe es echt gebraucht. Ich habe übrigens zugenommen, ich habe vom Urlaub abgenommen gehabt, weil ich genau wusste, in Urlaub, ja, da bist du halt abends, ne? Wir waren mit der Familie dort, von einem sehr guten Kumpel von mir, auch die Familie dabei gewesen. Moment, muss mich hier kurz mal konzentrieren auf einen LKW und ein paar Autos hinterher. Ja, von einem sehr guten Kumpel war auch seine Familie dabei. Wir waren alle, ja, wie viel waren wir? Martin war dabei, der Alex war dabei, ist noch ein bester Kumpel war dabei und vor ihm noch jemand. Also es war auf jeden Fall mega, Leute. Es war mega, es gab keinen Stress, es gab nichts auszusetzen. Also es war echt so geil. Wir haben hier jeden Abend, sind wir alle zusammen schön essen gegangen. Und so, jetzt mal los hier. Wir waren auf jeden Fall in Kroatien mit dem Boot. Das heißt, wir sind morgens immer schön aufs Boot. Wir haben gefrühstückt, wir sind aufs Boot. Ja, dann haben wir auf dem Boot schön gechillt und abends noch ein paar getrunken und dann in die Bar gegangen. Und es war geil, Leute, es war einfach geil. Ja. Jeden Abend richtig den Ranzen vollgehauen, jeden Abend alle schön eingesoffen. Es war echt super. Ich habe in der Zeit, glaube ich, 4 Kilo zugenommen, also Wahnsinn. Ich habe vorher, ich glaube, 2 Monate oder so, habe ich so eine Diät gestartet und habe da irgendwie 5 Kilo runter und habe da im Urlaub gerade wieder 4 Kilo draufgehauen, aber ach, scheißegal. Wir haben es uns gegönnt und muss einfach sein, muss jeder mal. Einfach mal einmal im Jahr, einfach mal weg und den Kopf frei blasen. Ja. So, jetzt Leute mal zum Fahrzeug. Wir haben hier ein Bora V6 Original 4Motion, also ein Allrad. Die Kiste hat original, ich glaube, bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube 204 PS, 2,8 Liter 24 Ventiler. Ja, wir haben den auf Turbo umgebaut. Es ist ein GT35 Lader eingebaut. Ja, das Übliche, ne? Verstärkte Kupplung, kurze Ansaugbrücke, so das Übliche. Ja, Leistung weiß ich jetzt gar nicht mal, um die 500 Pferdchen rum, irgend sowas. Ja, für das Auto, ich sag mal, also in einem Zweier Golf sind 500 schon geil, ne? Das Auto ist deutlich schwerer. Und ich sag mal, ich meine, es macht Spaß, ne? Aber für mich, weil ich ja so viel Autos fahre, ist das ein Spielzeug. Da bin ich ehrlich. Also für mich ist das Spielzeug, da macht ein 2er Golf Frontantrieb mit 500 PS auf jeden Fall mehr Spaß, ne? Da drehen die Räder, da geht's richtig zur Sache. Und das hier, das ist halt alles so, ja, wie soll ich sagen, ne? Alltagstauglich, schwere Kiste, Allrad, da dreht nichts und ja, ist nicht so spektakulär wie ein 2er Golf, aber ja, für manche Leute eine geile Kiste, also ne, so wie der Kunde, er sagt, ihm reicht es vollkommen aus, er ist da wahrscheinlich sehr zufrieden damit, ich weiß es noch nicht, er kommt hier morgen, er holt ihn ab, ich hoffe, er ist zufrieden, ich meine, er läuft geil, aber ja, mir persönlich wäre es schon ein bisschen zu wenig, ne?
In dem Zweiergolf nicht, in dem Fronttriebler, da wäre es eigentlich perfekt, so die 500 Pferdchen. Aber in dem Auto, sage ich mal, mir persönlich wäre es zu wenig. Ne? In manchen, in den einen und den anderen, dann reicht es ja vollkommen, aber ja, jeder, wie er es halt mag. So, ich werde jetzt mal kurz mal beschleunigen. Ich guck mal. Ich bin nicht viel gefahren damit, ich muss sagen, ich bin nur zwei, dreimal. Ich habe das Ding abgestimmt. Übrigens ganz normal, 98 Oktan. Abstimmung. Ich bin wirklich nicht viel gefahren. Ich bin nur zweimal zum Parkplatz zurück. Der Rest war alles auf dem Prüfstand. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber soweit fühlt sich alles gut an. Er fährt wirklich super. Emo Black ist verbaut. Ist halt wirklich eine geile Sache mit der Emo. Ne? Kennbus, alles da. Da erleuchtet irgendwie keine Lampe oder irgendwas. Es funktioniert einfach alles. Ist wirklich eine mega geile Sache mit der Emo. So. Fahre ich da mal zurück, gebe noch zwei, dreimal Gas und dann bin ich schon wieder weg, Leute. Ich habe übrigens noch ein paar richtig geile Autos, da werde ich noch Videos machen. Die machen richtig Spaß. Die haben um die 600-700 PS rum. Und es ist auf jeden Fall Corrado, Golf 2, was haben wir noch? Wir haben zwei Zweier-Golf mit richtig Dampf. Die Videos werden auf jeden Fall interessanter. Das ist nicht so der Burner jetzt hier, sage ich mal. Ne? Da geht nicht so die Welt unter. Aber ich habe gedacht, ich fahre trotzdem mal und hau die Kamera da rein und fahre mit euch mal. Boah, sag mal, bei uns fahren so viele Autos letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, wo die... So. So leise in dem Auto, ne? So, Gas. Ich meine, er geht, ne? Er läuft sauber. Er zieht sauber durch und alles. Aber mir persönlich fehlt dieser Kick da drin. Ne? Dieses BAM. Irgendwie fehlt es da in dem Fahrzeug. Ne? Aber er fährt super. Also der Kunde wird auf jeden Fall zufrieden sein. Er beschleunigt richtig schön. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, wir waren am Überlegen, an den Wörthersee zu fahren. Nur leider muss ich sagen, weil wir ja jetzt in Urlaub so lange weg waren, habe ich gesagt, wir müssen in der Firma bleiben. Wir müssen so viele Kundenaufträge fertig machen, sonst kriegen wir da echt Probleme mit den Kunden. Noch haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht, sonst sind wir ja wieder eine Woche weg. Und ja, wir haben wirklich überlegt, ob wir es machen sollen, ob wir an den Wörthersee hinfahren sollen, auf dieses Reloaded-Treffen, weil ein Bekannter von uns wohnt dort direkt am Fahrkassee, der hat dort ein Haus und hat tausendmal gefragt, aber ja, und dann haben wir jetzt auf jeden Fall aufs Wetter geguckt. Das Wetter sieht scheiße aus fürs Wochenende, also haben wir gesagt, wir lassen das gut sein, wir bleiben zu Hause. Wir schrauben, machen die Kundenautos so weit, weiter fertig und Schluss ist, ne? So, es läuft alles. Allrad geht, alles geht. Keine Federlampe leuchtet. Leise ist er auch. Übrigens, wir haben hier schön zweimal HJS, 200 Zeller Cut drin, ne? Alles schön vorschriftsmäßig. So, ich drehe da vorne noch mal kurz rum. Blinker, Gockel, jetzt hat der Gockel den Blinker vergessen. So, los geht's. Geht schon. Er macht schon Spaß, ne? Er macht schon Spaß. Aber die Akustik fehlt, ne? Also wie in einem Zweier Golf, da scheppert und macht so ein Dutz, ich weiß nicht, das fehlt halt jetzt so im Auto, ne? So. Jetzt drehe ich hier gerade wieder rum, alles funktioniert, Bremse geht. Aber irgendwas macht an der Bremse ganz leicht, oder ist es das Schutzblech? Ich denke mal, das ist das Blech von der Bremsanlage vorne. Das kratzt irgendwo jetzt ganz leicht. Nachdem ich ein paar Mal gebremst habe und die Bremse sich ausgedehnt hat, dann müssen wir mal kurz gucken. Müssen wir wahrscheinlich das Blech nur ein bisschen wegbiegen und dann ist das schon weg. Mal aus dem ersten raus, passiert da was? Zweiter. Dritter. Jawohl, vierter. Ah, geht schon.
Er macht schon Laune. Macht schon Laune, Leute. So, machen wir mal. Also Leute, ich fahre wieder zurück in die Werkstatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist nichts Großartiges jetzt hier, das Video. Aber die nächsten Videos kommen. Wir versuchen auch jetzt in Zukunft mehr Videos von der Werkstatt zu machen, wie wir schrauben. Das Rennauto schrauben wir auch noch zusammen. Das wollen wir machen die nächsten 2 Wochen. Da gibt es auch einige Videos. Also wir bemühen uns. Nicht böse sein, wenn nicht viel kommt, aber wir versuchen es. Wir versuchen, da ein paar Videos jetzt rauszuhauen, Leute, für die Zukunft. Also, ich fahre wieder zurück in die Halle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Also, macht's gut. Ciao.